Hallo an alle. Ich habe heute wieder eine Buchrezension für euch. Es handelt sich um das Buch Der Sommer, in dem es zu schneien begann von Lucy Clark. Ist im Piper Verlag erschienen. Hat. Seiten. Und mir ist das Buch im Buchhandel einfach aufgefallen durch das tolle Design und den tollen Buchschnitt. Der Titel hat einen natürlich auch gleich aufmerksam gemacht. Ich lese euch mal eben den Klappentext vor. Eva wollte immer gemeinsam mit ihrem Mann dessen Heimat Tasmanien besuchen. Doch als Jackson nur wenige Monate nach ihrer Hochzeit stirbt, beschließt sie, alleine dorthin zu reisen. Sie hofft, in dieser schweren Zeit bei seinen Verwandten Trost zu finden. Doch so bezaubernd die australische Insel ist, so abweisend verhält sich Jacksons Familie. Warum nur wollen sein Vater und sein Bruder partout nicht über ihn sprechen? Auf Eva warten schockierende Wahrheiten, die sie zu einem schicksalhaften Sommer in die Vergangenheit führen. Dem Sommer, in dem es zu schneien begann. Und hinten steht noch, nur das Meer kennt dein Geheimnis. Manche Sommer sind mehr als nur eine Jahreszeit. Sie verändern dein Leben, weil deine heile Welt von einer Sekunde zur nächsten in Schutt und Asche liegt, weil du Dinge erlebst, die wie eine eiskalte Welle über dich hereinbrechen und dich mit voller Wucht herumwirbeln, weil du Liebe dort findest, wo du sie am wenigsten vermutest. So, das hörte sich alles schon sehr ansprechend an, daher musste ich das Buch unbedingt lesen. Ich bedanke mich nochmal beim Piper Verlag für die Bereitstellung des Rezensionsexemplares. Und kommen einfach mal zur Geschichte. Also Eva und Jackson sind erst wenige Monate verheiratet und fahren zu ihrer Mutter zu Besuch. Und Jackson geht dann ganz früh morgens schon angeln. Und als sie ihm dann Kaffee nachbringen will, ist da schon ein Aufgebot von Hubschraubern und Rettungskräften. Denn Spaziergänger haben gesehen, dass er ins Wasser gefallen ist. Und er wird gesucht und aber halt nicht gefunden. Nach der Beerdigung möchte sie einfach mal was anderes sehen und überlegt sich, seine Familie zu besuchen, was sie sowieso vorgehabt hatten. Und kommt da einigen Geheimnissen auf die Spur, was ihr Leben völlig verändert. Mehr möchte ich da jetzt eigentlich auch gar nicht zu sagen, weil das muss man schon selbst lesen. Mich hatte die Geschichte und ja, das Ganze drumherum total interessiert. Ich fand das Buch auch echt toll. Ich muss sagen, der Anfang war super stark. Im Mittelteil wurde es ein bisschen langgezogen. Das Ende war dann aber wieder richtig spannend. Und für mich eigentlich die Botschaft aus dem Buch ist, die Vergangenheit ruht nie. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Und es war eine sehr spannende Geschichte. Ein kleines Familiengeheimnis auch noch. Und für mich auf jeden Fall lohnenswert. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich von vornherein eigentlich gedacht hätte, das wird ein Fünf-Sterne-Buch. Das ist es für mich nicht geworden. Also ich fand das Buch toll, aber so der gewisse Kick, der hat mir noch gefehlt. Aber von mir bekommt es gute 4 von 5 Sternen. Und ich kann das Buch auf jeden Fall jedem empfehlen, der ein bisschen Liebe lesen will, Liebesgeschichte, aber auch ein bisschen Geheimnis. Und man lernt das Land auch ein bisschen kennen. Und wie gesagt, mich hatte einfach total das Cover und der Buchschnitt inspiriert, das Buch zu lesen. Und ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Und ja, was kann ich sonst sagen, ohne zu viel zu verraten? Die Charaktere waren alle super. Also da kann ich jetzt nichts bemängeln. Der Schreibstil, der hat mir am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gemacht, in das Buch reinzufinden. Aber das ging dann zum Schluss hin auch. Und aber die Geschichte an sich ist wirklich sehr interessant und daher lohnt es sich auf jeden Fall zu lesen.
Viele schwärmen ja auch von dem Debütroman der Autorin. Die Landkarte der Liebe heißt das, glaube ich. Ja. Das habe ich noch nicht gelesen. Werde ich aber bei Gelegenheit auf jeden Fall tun. Und ich würde sagen, das war es erstmal von mir. Wer sich für das Buch interessiert, schaut doch einfach mal das Buch euch genauer an und würde mich auch interessieren, ob es von euch schon jemand gelesen hat oder noch lesen möchte. Würde mich immer sehr über Kommentare etc. freuen. Und ich würde erstmal sagen, viel Spaß beim Lesen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!